Elisabeth ist Asylsozialberaterin bei der Diakonie. Wenn sie morgens in die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber kommt, wird sie schon sehnlichst erwartet. 20 Menschen leben hier, geflüchtet vor Krieg und Terror, oft unter lebensgefährlichen Umständen. Das neue Land ist ihnen fremd. Sie verstehen die Sprache nicht, die Vorschriften und Formulare noch weniger. Gut also, dass es Elisabeth gibt. Sie hilft bei den Briefen vom Amt. Sie hilft, wenn die kleine Ayana Fieber hat und dringend zum Arzt muss. Sie begleitet eine Frau zu einer anderen Beratungsstelle und vermittelt einen Rechtsanwalt, wenn einer gebraucht wird. Und wenn sich zwei Bewohner streiten, hilft sie und vermittelt, so gut es geht. Das tut sie übrigens auch, wenn sich die Nachbarn wieder mal beschweren. Lieber aber noch organisiert sie Begegnungen mit der Nachbarschaft und gewinnt Ehrenamtliche zur Unterstützung, etwa für Deutschkurse. Damit die Flüchtlinge in Deutschland möglichst schnell heimisch werden und eine Perspektive haben. Oft aber hört Elisabeth auch einfach nur zu, wenn die Menschen von ihren Ängsten, aber auch von ihren Hoffnungen erzählen. Menschen wie die Elisabeth sollte es öfter geben, findet Ayana. Pro Monat sollte sich Elisabeth um 150 Flüchtlinge kümmern. Tatsächlich aber betreut sie über 300. So hat sie also eine halbe Stunde Zeit für jeden pro Monat. Wenn überhaupt. Denn Sprachbarrieren und lange Fahrten zwischen den verschiedenen Unterkünften kosten zusätzlich Zeit. Und weil die Zahl der Flüchtlinge immer weiter ansteigt, die der Asylsozialberater damit aber nicht Schritt hält, wird sie bald noch weniger Zeit haben. Und die Menschen, die sie begleitet, werden es noch schwerer haben, sich in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden.